Hallo meine Lieben, heute wieder ein neues Video für euch und heute möchte ich euch mal wieder meine aktuellen Favoriten und Fehlkäufe zeigen. So ein Video habe ich schon mal gedreht und es ist ziemlich gut bei euch angekommen und ihr habt euch gewünscht, dass ich so ein Video nochmal drehe. Allerdings wolltet ihr gerne, dass ich zum Beispiel euch einen Favoriten und einen Fehlkauf aus dem gleichen Bereich vorstelle. Leider konnte ich das jetzt nicht so ganz umsetzen, weil ich zum Beispiel Favoriten habe, die ich euch unbedingt zeigen möchte, aber in diesen Bereichen habe ich jetzt nicht unbedingt einen Fehlkauf getätigt. Deshalb habe ich eher so umfassendere Kategorien verfasst und möchte euch in diesen Kategorien beispielsweise Gesichtspflege, meinen Favoriten und meinen Fehlkauf vorstellen. Und ich habe auch eine Videofrage an euch und zwar würde ich gerne wissen, welches Produkt euch aktuell ganz besonders begeistert und welches Produkt nicht. Also welches Produkt ist eher ein Fehlkauf gewesen und welches Produkt ist aktuell euer Favorit. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt mit diesem Video und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Anfangen möchte ich mit diesem Produkt hier und zwar ist das ein Produkt von Hello Body, die Coco Clear Maske. Ich denke, die werden schon viele von euch kennen, da Hello Body ja wirklich eigentlich überall gehypt wird. Das ist eine Firma, die ja tierversuchsfrei ist und ganz besonders auf natürliche Inhaltsstoffe achtet. Ich habe mir deshalb gedacht, ich würde das so gerne mal testen und muss jetzt fairerweise zugeben, dass ich Hello Body angeschrieben habe und gefragt habe, ob ich denn mal solche Produkte testen dürfte. Und ich darf euch ganz ehrlich meine Meinung sagen. Ich kann euch sagen, wie ich schon bei ganz vielen gehört habe, ist ganz besonders toll an diesem Produkt der Geruch. Also es riecht wirklich super, super schön nach Kokos. Diese Maske ist eben, wie gesagt, besonders teuer. Ich habe die allerdings jetzt, glaube ich, schon 5 oder 6 Mal benutzt und da ist noch so viel drin. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das gemacht habe. Beim ersten Anwenden hat sie bei mir tatsächlich ziemlich gebrannt, was auch schnell wieder weggegangen ist, glücklicherweise, weil der Effekt danach, muss ich sagen, hat mich super umgehauen. Direkt danach habe ich gemerkt, dass meine Haut eben leicht mattiert ist und am nächsten Tag war ich dann so begeistert, weil tatsächlich meine Pickel, die ich auf der Haut hatte oder so, vor allem auf der Stirn, die sind wirklich zurückgegangen. Das habe ich bereits am nächsten Tag gesehen. Und was ich auch ganz, ganz toll finde, ist der Auftrag hier. Das ist eine Maske, die irgendwie nicht so schmierig ist. Sie sieht natürlich sehr schmierig aus, aber sie lässt sich wirklich sehr schön auftragen. Ich habe euch ja jetzt einen Favorit aus dem Bereich Gesichtspflege vorgestellt. Jetzt möchte ich euch einen Fehlkauf vorstellen. Und zwar ist das dieses Gesichtswasser hier. Das ist von Neutrogena, das Anti-Mitesser-Gesichtswasser. Ich muss euch sagen, dieses Gesichtswasser, boah, das hat mich sowas von gar nicht überzeugt. Zum einen, wenn man das aufmacht, das riecht schon so, so stark nach Alkohol. Also es riecht einfach wirklich nach einem richtig krassen Desinfektionsmittel. Und dann hat es bei mir auch richtig krasse Pickel verursacht. Meine Haut war richtig krass gereizt danach. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, warum das bei diesem Produkt hier so war, weil ich die Reihe eigentlich sehr gerne mag von Neutrogena, diese Mitesser-Reihe. Kommen wir zur Kategorie Körperpflege und auch da durfte ich nochmal dann 2 Produkte von Hello Body testen und das sind diese beiden. Die habe ich mir persönlich selber ausgesucht. Die habe ich auch schon ganz oft auf Instagram gesehen, vor allem dieses Body Scrub hier. Und jetzt, ich komme gleich zum krassesten, positivsten Punkt überhaupt. Das ist einfach der Geruch. Ich bin ein absoluter Geruchsmensch und sobald die Produkte gut riechen, haben sie mich eigentlich schon fast überzeugt. Dieses Produkt hier riecht eben nach Kaffee und Kokos. Ich finde, man riecht ganz besonders Kaffee raus und ich liebe so einen Kaffeepulverduft, obwohl ich selber überhaupt keinen Kaffee trinke. Da kann man sich so zwei Handvoll auf den Körper geben und dann einwirken lassen. Aber was ganz krass ist, eigentlich ist das ja ein Peeling und das trocknet ja die Haut aus und reizt sie natürlich. Aber dadurch, dass hier ganz viele Öle drin sind, hat die Haut sich danach ganz, ganz weich angefühlt, ganz, ganz geschmeidig und wirklich richtig krass mit Feuchtigkeit versorgt. Das hatte ich nach einem Peeling auch noch nicht. Und im Anschluss daran habe ich dann die Body Butter probiert und das ist eben wirklich eine Body Butter, weil die sehr, sehr fest von der Konsistenz ist. Die riecht auch so krass nach Kokos und wieder ganz, ganz natürlich. Man braucht davon nicht viel und trotzdem wird die Haut schnell mit Feuchtigkeit versorgt und die zieht super schnell ein. Auch ein ganz, ganz großer Pluspunkt hier dran. Und bevor ich es vergesse, ich habe auch von Hello Body einen Rabattcode für euch bekommen, den ich euch in die Infobox direkt schreibe. Also ich kann wirklich den Hype verstehen und das sage ich euch ganz ehrlich. Ein Fehlkauf aus der Kategorie Körperpflege ist für mich dieses Produkt hier gewesen, leider, weil es ist die Soella Bade- und Duschmilch und ich glaube, ich habe die euch schon mal vor einiger Zeit vorgestellt, als ich mir die neu gekauft hatte
und habe euch da zwar schon gesagt, dass es mich stört, wie dieser Verschluss hier ist, also dass man sich das so auf die Hände schütten muss, und das muss ich sagen, stört mich immer noch so sehr. Den Geruch mag ich nach wie vor sehr, sehr gerne. Der ist eben ganz, ganz süß. Allerdings habe ich gemerkt, ich benutze es einfach nicht. Es steht die ganze Zeit in der Dusche und ich greife ständig auf irgendwelche anderen Produkte zurück, weil ich glaube, die Konsistenz hat mich doch irgendwie nicht überzeugt. Es ist so glibberig, ich weiß nicht, ich benutze es einfach nicht gerne, und daran habe ich gemerkt, dass es wahrscheinlich eher ein Fehlkauf war. Obwohl ich ja zu dem Design nochmal sagen muss, das ist super. Kommen wir zum Bereich Make-up. Eigentlich eher kleine Helferchen fürs Make-up. Da möchte ich euch jetzt zuerst einen Fehlkauf mal zeigen. Und zwar ist das das hier. Das sind die Transformer Drops von Catrice. Und diese Drops sollen das Make-up aufhellen. Also wenn man sich eine Foundation gekauft hat, eben die zu dunkel ist, gibt man das hier dazu. Und die Foundation wird heller. An sich muss ich euch sagen, funktioniert es. Ich persönlich brauche wirklich sehr viel, bis ich meine Foundation auf die gewünschte Nuance gebracht habe. Und das ist dann ärgerlich, weil wenn man so viel braucht davon, dann ist das, was eine Foundation ausmacht, also die Foundation, die ich zum Beispiel gerne benutze, nicht mehr gegeben, weil die Konsistenz sehr, sehr stark, habe ich das Gefühl, von den Drops hier beeinflusst wird. Aber ich kann mir vorstellen, dass das zum Beispiel bei diesen Drops, die das Make-up dunkler machen sollen, besser funktioniert, da das Make-up mit Drops dunkler zu machen, glaube ich, sehr viel leichter ist, als es heller zu machen. Aber ein ganz, ganz besonderes Helferlein und ein ganz, ganz besonderer Favorit bei meinem Make-up ist das hier geworden. Und zwar ist das ein Lidschattenprimer, der von Urban Decay ist. Der ist so gut, sage ich euch, so gut. Ich habe so lange keinen Lidschattenprimer mehr benutzt und jetzt weiß ich erst, warum man einen benutzen sollte. Ich habe echt ganz, ganz oft das gehabt, dass mein Lidschatten einfach verrutscht und sich in den Falten absetzt oder irgendwie verschwindet, weil man schwitzt oder sowas. Mit dem passiert das überhaupt nicht. Da hält der Lidschatten richtig fest. Auch der Lidstrich ist viel, viel stärker und viel, viel länger haltbar als sonst. Und deshalb absolut cool. Und nun komme ich noch zur letzten Kategorie in diesem Video, und zwar ist das die Kategorie Lippenprodukt. Hier möchte ich euch auch zunächst einen Fehlkauf vorstellen, und zwar ist das von Essence der Lipgloss. Es soll ein Pflegegloss sein, der mit Shea Butter angereichert ist. Den habe ich auf dem Essence Sortiments Update bekommen und der hat mich leider gar nicht überzeugt, obwohl ich den Geruch sehr, sehr gerne mag, aber hier stimmt leider die Pflege nicht. Also ich habe den so oft aufgetragen jetzt in der trockenen Winterzeit, wo die Lippen eben austrocknen. Aber es hat leider überhaupt nichts gebracht. Also wirklich, ich habe gar keinen Effekt gemerkt. Schade. Ganz im Gegenteil dazu finde ich besonders toll die neuen Lip Liner aus dem Essence-Sortiment. Das ist gar nicht gewollt irgendwie. Ich soll euch die auch nicht zeigen oder irgendwas. Das sind die Lip Liner Stay True 6 Stunden wasserfest. Und ja, ich habe jetzt einfach mal die Farbe 02 hier, die ich auch gerade auf den Lippen trage. Also diese Farbe ist wirklich stellvertretend für alle Farben, weil ich die Lip Liner einfach sehr, sehr toll finde. Der Auftrag ist sehr, sehr angenehm. Die Konsistenz ist wirklich schön butterig weich und wird trotzdem ganz, ganz matt auf den Lippen. Und wie gesagt, ich mag die Farben mega gerne, die es gibt. So, meine Lieben, und das war's dann mit dem Video. Ich wünsche euch nun noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss.